In diesem Video zeigt Rigotti schwere Maschinen, Männer an schweren Maschinen, Probleme mit schweren Maschinen, Heumachen, wie die Profis, Rigotti im Kieswerk, das Problem mit dem Hühnertraktor, dem Hühnerauslauf, Rigottis Schatzsuchausrüstung und seiner Funde und natürlich mit Luzi, riesigen Tomaten, den Hühnern und einem ganz besonderen Schatz. Los geht's, Film ab! Wozu ich in diesem Film den Metalldetektor benötige, werdet ihr erfahren. Bleibt dran. Wir machen Heu und das Heu kommt nicht zu Schafen oder Ziegen oder Rindern, sondern zu den Hühnern als Unterlage. Als Futter ist es weniger geeignet. Ich habe mal einen Nachbarn gefragt, der sagte, ja, wenn ich das nur einmal im Jahr mähe, da ist so viel Zeugs für ihn drin. Anscheinend mag er es nicht. Oder es ist einfach zu wenig für ihn. Bei mir kommt es zu den Hühnern, die freuen sich auch total drüber. Sean aus Irland hilft mir dabei. Er ist außerdem der Freund von Daniela. Sie kommt aus Neuseeland. Hopp. Hier auf der Streuobstwiese habe ich schon angefangen zu mähen, mit Hilfe von Heinz, und Würste zu machen. Das heißt, das Heu schon zusammenzulegen. Noch ein bisschen Mäharbeit haben wir vor uns. Sean und ich, wir rechen hier das trockene Heu zusammen und packen es dann in die Zweiradschubkarre. Ja, und weil mein Balkenmäher gerade nicht einsatzfähig ist, dazu kommen wir später noch, und Zuschauer sich immer wieder gewünscht haben, mach doch mal wieder was mit dem Traktor, mit meinem Güldner G30S. Here we go. Be careful. Und dann folgt der ewige Kampf mit dem Ankoppeln des Mähwerks. Ah, es ist wirklich ein Graus, obwohl es zu zweit dann doch viel einfacher geht. Put the chain away. Down. Hold on. We will manage it. Yeah. I drive back a little bit, be careful. Just fell off, it's down. That's in the way, maybe. Ah, oh, great. Doing this alone is a pain in the ass. Yeah, I would say so. Schlussendlich hatten wir das Mähwerk dann aber doch angekoppelt bekommen, aber es folgten noch weitere Schwierigkeiten. Wartet ab. Ja, der Start, der hat noch ganz gut funktioniert. Alles hat gearbeitet, wie es soll. Daniela hat ein bisschen gefilmt und gleich noch was zum Wetter erzählt, allerdings ohne Mikro, deswegen mit dem Ton aus dem Off, sie hat es einfach nachgesprochen. Ja, und dann ist das nächste Malheur passiert. Um die Gelenkwelle hat sich Heu gewickelt und zwar so schlimm, dass wir es kaum noch rausgekriegt haben. Ja, zum Glück habe ich ein Messer dabei gehabt und wir haben da bestimmt eine Viertelstunde lang Heu versucht rauszuziehen. Es war nicht einfach. Schlussendlich haben wir es dann aber doch geschafft. Nur so eine gelbe Schutzabdeckung, die hat es in Mitleidenschaft gezogen, die ist zerquetscht worden. Da muss ich mal zum Landmaschinenmechaniker fahren und mir eine neue kaufen. Ja, und dann ging es auch schon wieder weiter. Und hier an dieser Stelle kann man schön sehen, wo die gelbe Schutzabdeckung fehlt. Nicht ganz so schlimm, man muss nur aufpassen, dass sich nicht nochmal was umwickelt. Jedes Mal wieder ein Hoch auf die Landwirte. Was eine Arbeit. Das müssen wir einfach respektieren. Oh, Luzi, mein Schatzele, in der Fototasche. Du hast so einen wunderschönen Eckzahn. Kannst du mir den mal zeigen? Danke. Und anstatt der Zweiradschubkarre verwende ich jetzt hier den Anhänger, denn da passt doch einiges mehr rein. Also ab ans Auto damit. Das ist zwar eine Mistgabel, 4 Zinken
aber ich habe nur eine Heugabel, deswegen muss es die auch tun. Ausnahmsweise schnalle ich mich hier jetzt nicht an, weil das Privatgrund ist und ich nur 10 Meter fahren muss. Hier möchte ich mit dem Auto rein, aber da muss ich erst mal ein bisschen was wegschneiden, damit ich überhaupt reinpasse. Ein bisschen was sehen können bei der Einfahrt, schneide ich hier jedes Jahr so die Hecke ein bisschen rein. Ansonsten kann es mal zum Unfall kommen, weil hier geht's rein. Wenn da der Postbote entgegenkommt, kann es eng werden. Ja, mit dem Anhänger fahre ich hier auf die Wiese, weil einfach wesentlich mehr raufpasst als auf meine Zweiradschubkarre und ich nicht so oft laufen muss. Der Anhänger, den können wir jetzt voll machen. Los geht's. Hier habe ich in der Wiese jetzt was gefunden, das würde ich euch gerne mal zeigen. Es sind so ein paar Knochen und sie sehen aus wie Finger. Zum Größenvergleich mal meine Hand daneben und hier mal von der anderen Seite. Und dass es wirklich Knochen sind, kann man hier gut erkennen. Was es ist, ich habe keine Ahnung. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Hold tight! Und hier gilt mal wieder, nicht nachmachen. Es war Seans ausdrücklicher Wunsch, auf dem Anhänger so zu fahren. Ich fahre ganz langsam und es ist ausschließlich Privatgrund. Nicht nachmachen. We push the trailer by hand because I can't see anything when I go backwards by car. Hier seht ihr außerdem den Chicken Traktor, ideal für eine brütende Henne mit ihren Küken. Aber beim Bau habe ich doch einen gravierenden Fehler gemacht. Den werde ich euch in einem der nächsten Videos mal zeigen. Also dranbleiben, Kanal abonnieren, es kostet ja nichts. Außerdem, ich müsste mir hier mal so Bordwanderhöhungen basteln. Einfach so Seitenteile zum Reinstecken aus Holz. Das wäre doch ein schönes neues Projekt und es würde einiges mehr Heu auf den Anhänger passen. Zurück auf die Streuobstwiese und wieder voll machen. Wenn man denkt, der Anhänger ist voll, ja, dann kommt Sean und tänzelt einmal drauf rum, drückt das Heu wieder platt und es passt nochmal einiges mehr rein. Das Ganze passiert so 3-4 Mal mit dem drauf rumtrampeln, bis der Hänger dann irgendwann tatsächlich so voll ist, dass nichts mehr geht. Und ich finde es ja immer wieder schön, die Wolken zu beobachten, wie die ziehen. Es ist einfach wunderschön. Manchmal lege ich mich einfach hin und beobachte das. Und hopp! Yeah! Wenn Heu richtig gut getrocknet ist, ist es ja normalerweise ganz leicht. Aber A ist es bei uns nicht ordentlich getrocknet und B hat es auch noch mal drauf geregnet und somit ist es richtig schwer. Dass das Heu nass ist, ist halb so wild, denn es soll ja bei mir eh vermodern mit der Zeit. Es soll zu Kompost werden, der dann irgendwann auch in den Garten wandert. Und die Wiese hier, die Streuobstwiese, die wird abgemagert. Das ist gut für Vielfalt auf der Wiese. Oh, 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 oh
dann fahre ich mit Sean in die Kiesgrube, natürlich im Namen der Hühner. Und was gibt's in der Kiesgrube? Jede Menge Sand, Steine, Kies, Schotter, Riesel, Split. Aber ich brauche Kabelsand. Das ist ganz feiner Sand und der wird mir aufgeladen. Aber zunächst muss der Fahrer mal den Split hier wegfahren, den der LKW gerade hingeschüttet hat. Und nur mal so zur Info, in diese Schaufel passen bis zu 11 Tonnen rein oder 7,5 Kubikmeter. Es sind schon Riesenteile. Mal schauen, wie oft der Radlader fahren muss, bis mein Anhänger voll ist. Und da kommt schon die erste Fuhre Feinsand oder Kabelsand. Ja, viel hat er nicht drin in seiner Schaufel. Wie soll denn das reichen? Aber der Anhänger ist dann doch voll. Und es ist knapp die eine Tonne, die ich bestellt habe. Er kann damit auch wiegen. Und Rigotti muss natürlich immer noch ein Schwätzchen halten. Der Fahrer kannte meinen YouTube-Kanal, er hatte auch Hühner und einen Gemüsegarten. Und so hatten wir natürlich ein bisschen Gesprächsstoff. Ah, wie geil ist das denn? Wir kriegen jetzt eine Tour. Ja, und mich hat schon immer interessiert, was ist denn in diesem wahnsinnig hohen und großen Gebäude drin, hier bei einem Kieswerk. Aber leider filmen durfte ich drin nicht. Auf jeden Fall war es sehr laut, staubig und nass und da oben wird jede Menge gesiebt, gefiltert, gebrochen und gewaschen. Dafür darf ich das Resultat dann zeigen. Hier zum Beispiel Sand, Schotter, Riesel bzw. Split in verschiedensten Körnungen und Größen. Bis hin zu Steinen. Zum Beispiel für Hangbefestigungen und das Ganze dann auch in Kalkstein. Was ich immer interessant finde, sind solche Mauersteine hier. Ach, muss ich mir mal wieder welche kaufen? Ach, es ist einfach schön, daraus Trockenmauern zu bauen. Jetzt geht's wieder nach Hause, aber erstmal auf die Waage. Vielen Dank für dich. Ciao. Also, was haben wir? 22 Euro. Und Gewicht, perfekt. Genau das, was ich auch ziehen darf. Das ist nämlich wichtig, dass man nicht zu viel hat. Denn da kennt die Polizei keinen Spaß. Dann fährt man nämlich mit der auf die Waage. Und wenn man zu viel drauf hat, kann das ganz schön empfindliche Strafen haben. So, jetzt geht's wieder nach Hause. Mit dem Anhänger voll Sand. Und das machen wir alles für die Hühner. Zu Hause angekommen, kommen die ersten Schubkarren schon ins Sandbad rein. Dieses Sandbad hier, das mache ich immer voll und ja, nach ein paar Wochen oder Monaten ist es schon fast wieder leer. Das liegt daran, die Hühner transportieren den Sand ins Gefieder und gehen dann raus und schütteln sich und weg ist er, der Sand. Dann kommt noch eine dritte Schubkarre dazu und jetzt schaut mal, wie schnell es geht und die Hühner das super gerne annehmen. Ein Sandbad ist ganz wichtig für die Hühner. Ist wie für uns eine Dusche oder ein Bad. Den restlichen Sand aus dem Anhänger hatte ich mir hier hingeschmissen. Den werde ich mal in den Beeten verwenden für Kulturen, die gerne sandigere Böden mögen, zum Beispiel Karotten oder Pastinaken. Und natürlich, wenn das Hühnersandbad wieder leer ist, zum Nachfüllen. Beim Wiesemähen auf der Streuobstwiese mit dem Balkenmäher hier haben wir eine Mutter verloren. Diese hier. Jetzt könnte man ja hergehen und irgendeine Mutter nehmen, draufschrauben, aber die passen nicht. Die mit einem normalen Gewinde passen einfach nicht. Das scheint ein spezielles Gewinde zu sein. Deswegen werde ich jetzt hergehen und die Mutter suchen. Dazu bin ich ausgestattet mit einem Metallsuchgerät, einem Pinpointer, einem Hammer, einem starken Magnet und einem Eimer. Ja, mit dem Magneten hier kann man schneller mal metallische Gegenstände, die magnetisch sind, orten. Der Hammer, ja, mit dem kann ich gut Löcher graben und nach den Schätzen suchen. Der Eimer hier. Der ist für Schrott, alles mitnehmen, was man findet, so an Schrottteilen oder auch mal Müll aufsammeln, wenn ich es gerade finde. Ist jede Menge, denn neben den Schätzen, die man so findet, sind es 99,999% Schrott, die man findet. Pinpointer ist eine super Sache, empfehle ich jedem, der das machen will. Damit kann man toll metallische Gegenstände super orten, viel besser als mit dem Magneten. Und klar, der hier
Damit findet man die ganzen Sachen überhaupt bzw. ortet sie. Los geht's. Ach so, und ich will ja keine Schätze finden, sondern nur eine spezielle Mutter. Aber wer weiß, was ich noch so finde. Hier auf meiner Streuobstwiese habe ich schon mal was Schönes gefunden. Zeige ich euch nachher. Bleibt dran. Und dann geht's schon los mit dem Suchen. Ich muss zum Glück nicht die komplette Wiese absuchen, denn mit dem Balkenmäher haben wir nur einmal außen rum gemäht, also nur so die äußersten Spuren. Der Metalldetektor, ja, der schlägt auch immer wieder an. Ich gucke immer wieder nach, was ist da. Häufig sind's Nägel oder irgendwelche Schrottteile. Aber ich habe ein bisschen was gefunden, zeige ich euch gleich. Dann kam noch Daniela, die hat mich abgeholt zum Mittagessen. Hab was gefunden. Nummer 1. Dieses Messer hier ist von meinem Mäher, vom Traktor. Habe ich mal verloren anscheinend, okay. Ich weiß nicht, ob es ein neues ist oder ein altes. Irgendwo habe ich ganz schön dagegen geschlagen. Sieht man hier mit der Kerbe. Dabei hat es wohl rausgehauen. Eine Unterlegscheibe. Einen rostigen Nagel. Noch einen rostigen Nagel, aber ganz klein. Und der scheint mir alt zu sein, aber trotzdem nicht wertvoll. Und jetzt kommt was Schönes. Es ist keine Münze, sondern ein Knopf. Und nochmal, sehr schöner Knopf aus Bronze. Gefällt mir sehr gut sowas, muss ich. Und bin glücklich. Es muss kein Goldschatz sein, den ich sowieso abgeben würde bzw. melden würde. Aber sowas hier darf man behalten, ohne es zu melden. Aber wunderschön. Gefällt mir. Die Mutter, die habe ich leider noch nicht gefunden, aber ich gebe noch nicht auf. Und hier seht ihr mal meinen Setzkasten, was ich sonst so alles gefunden habe. Naja, alles nichts Besonderes, nichts Wertvolles dabei, aber ich freue mich trotzdem. Und diesen wunderschönen Knopf hier, den habe ich vor ein paar Tagen gefunden. Mit der Streuobstwiese sind wir fertig und hier, ja, da liegt das ganze Heu. Es ist nass, es hat mords drauf geregnet, aber es soll mit der Zeit verkompostieren. Ja, ich weiß, es tut mir selber im Herzen weh, aber es geht im Moment nicht anders. Aber ich habe das Heu hier auch bei den Hühnern benutzt, im Auslauf, dass es, wenn es stark regnet, nicht so matschig ist. Hier haben sie einen kleinen Unterstand, das mögen sie auch ganz gern, dass sie sich verstecken können. Und der Auslauf ist einfach nicht so matschig. Hier im Sandbad sind sie gern, die Hühner. Der Sand ist leider noch ein bisschen feucht, aber der trocknet schon ab. Ich habe ja schließlich ein Dächlein drüber. Auch auf das Dach habe ich noch jede Menge Heu gemacht. Da gehen sie auch ganz gerne rauf, pennen da oben. Und so schaut es ganz nett aus im Hühnerauslauf. Und jetzt schaut euch die zwei an hier. Na, wer ist Mutter, wer ist Tochter? Kaum noch auseinanderzuhalten. Das war das Küken. Ja, ist mittlerweile schon recht groß geworden. Und man kann es noch gut erkennen, immer noch voll in der Mauser. Seht ihr da, die Federn, die kommen gerade alle nach. Ja, zeig dich mal, du Hübsche. Hm? Und es ist dieses Jahr ein tolles Tomatenjahr. Schaut mal ins Gewächshaus rein. Die Tomaten hängen voll, richtig gut. Die Ananastomate. Mom's Paste. Rigottis Ochsenherz. Einwandfrei. Rigottis Gartentomate. Richtig dicke Brummer sind da dran. Unglaublich. Ich glaube, ich hatte noch nie so eine dicke, große Tomate. Die wird hier über ein Kilo haben. Journey Prince und die Ukrainian Purple, die auch jedes Jahr super trägt. Kann ich euch nur empfehlen. Sieht schön aus, trägt gut und schmeckt gut. Mhm. Geerntet haben wir schon ein paar Mal, jetzt werde ich aber bald durchgehen, die erste große Ernte machen und daraus Tomatensoße kochen. Und ich habe jede Menge Basilikum dieses Jahr. Ach, herrlich. Und zum Einkochen natürlich auch ideal. Und jetzt noch ein riesiges Dankeschön an alle Zuschauer, die mich irgendwie unterstützt haben.
bei der Müllaufsammelaktion. Schaut mal da rein. Irgendjemand hat seinen Dreck einfach da hingeworfen an die Straße. Die Tüten sind aufgeplatzt und alles war voll. Es war ziemlich eklig. Sind insgesamt 3 Mülltonnen voll geworden. Und ja, kostet natürlich eine Menge. Aber vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr seid echt super. Und dann gab es natürlich einige Kommentare zu dieser Müllaktion. Viele ganz erboste Kommentare waren dabei. Da habe ich vollstes Verständnis für. Schließlich ist das eine Sauerei, sowas. Aber wir müssen positiv denken, denn es ist wirklich selten sowas. Und man kann ja mit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn man so einen Hundekackebeutel im Plastik da eingewickelt irgendwo am Straßenrand sieht, einfach mitnehmen, in den nächsten Mülleimer schmeißen. Wer das sieht, der denkt, hoppla, okay, nächstes Mal mache ich das auch. Einfach ein gutes Beispiel sein immer, dann funktioniert es. Leider waren auch Kommentare dabei aus der rechten Szene. Sowas mag ich überhaupt nicht. Sowas wie, höchstwahrscheinlich waren es Immigranten, höchstwahrscheinlich war es ein Volk mit anderen Lebensweisen. Das waren Reisende mit Hauttyp 4 bis 6. Es waren Kulturen, die sich hier mittlerweile zu Hause fühlen. Wer halb Afrika ins Land holt, wird nun mal zu halb Afrika. Es waren jemand, der nach einer Soße benannt wurde und die dann verboten wurde. All sowas wird bei mir gelöscht, die Leute gesperrt. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, denn so ein Schmutz, so eine Vorverurteilung will ich auf keinen Fall auf meinem Kanal haben. Schweine unter den Menschen gibt's, egal welcher Hauttyp, egal ob weiß, rot, gelb, grün, orange, schwarz, ganz egal. Schweine gibt's überall, aber wir sind doch alles Menschen. Oh, eine Sache noch, bitte schickt mir keine PNs, also persönliche Nachrichten über Instagram oder über Facebook. Ich lese dort nichts. Ich poste dort immer gerne Sachen, aber bitte nicht als Nachrichtenplattform nutzen. Bitte auch keine E-Mails schicken. Es gibt eine Stelle, da lese ich alles, ganz simpel, hier unterm Video, in die Kommentare. Ich verspreche euch, ich lese jeden Kommentar und ich antworte auch auf alle Fragen, sofern ich das kann. Ach, und ganz zum Schluss wollte ich euch noch kurz zeigen, was ich gerade mit meinem Metalldetektor noch gefunden habe. Einen Heller aus dem 18. Jahrhundert, 1730. Das Ding ist 300 Jahre alt. Unvorstellbar. Es ist hauchdünn und auf der Rückseite sieht so aus. Vielleicht kennt sich ja einer von euch gut aus, kann mir dazu was sagen, schreibt's gerne in die Kommentare rein. Würde mich freuen. Wenn ihr riechen könntet, was ich hier rieche, frisches Heu, Kräuter aus dem Lungau aus Österreich und drin ist, das ist ja nur Verpackungsmaterial, drin ist eine Mystery Box vom Ranasep. Vielen lieben Dank, bis ich die Box auf hatte, hat ein bisschen gedauert. Du hast mir geschickt einen sehr netten Brief und ich kann nur sagen, halt die Ohren steif. Und ein kleines Geschenk. Und zwar ein Opinel-Messer. Finde ich ja super schön. Ich habe ein Opinel-Messer, verwende das auch sehr oft. Aber das hier ist natürlich was ganz Besonderes. Vielen Dank, werde ich in Ehren halten. Richtig schön. Und ihr wisst ja, im Rigottiland ist alles fake. Hinter mir alles nur Studio, genauso wie Günni. Nichts echt hier. Ciao. Soll das heißen, ich bin nicht echt, oder wie? Wenn einer echt ist, dann bin ich das. Danke, dass ihr den Film angeschaut habt. Danke, dass ihr mir treu geblieben seid. Und jetzt sage ich Ahoi, euer Selbstversorger Rigotti. Nicht vergessen, Sonntag ist Rigotti-Tag. Ciao.